Ey, Curry. Ja. Didos! Hä? Scheiße, Mann! Wir kommen mal an! Oh! Was? Oh nein! Kennst du noch das hier? Die eiserne Helene. Alter, die Ey, stimmt? Oh mein Gott! Ich spüre Magie, Curry. Wir sind wieder da. Wir sind wieder auf Altes Live, liebe Freunde. Herzlich willkommen zur vierten Staffel von Let's Play Altes Live. Und ich habe mir diesmal den alten guten Zopfmann Curry geschnappt, der mich ja gerade wieder besteigt. Und wir werden in den nächsten Tagen natürlich wieder... Alter, was ist denn los hier? Der ist auf diesem Server? Der ist in die Polizeiwache reingefahren. Guck mal, der leuchtet hier aus. Da sind Leute, Curry. Wir gehen da gleich mal hin. Wir werden auf diesem Server hier spielen. Das ist der Monkey-Server, ja, den sieht man da hinten schon überall. Der Monkey-Server. Wir wollten das eigentlich verbergen, wie der Server heißt, aber hier ist überall davon. Das Problem ist, wenn wir das rausfiltern wollen würden, dann müssten wir irgendwie 24-7 einfach das ganze Bild verpixeln oder so. Und das Tolle ist, es gibt jetzt eine Feuerwehr und ganz viele andere Sachen. Und wir haben 22.500 auf dem Konto, Curry. Wie viel hast du auf Buletten? Was steht denn dann? Achso, ja, 20.500. Aber Leute, das alte Live-Let's Play wird jetzt ein bisschen anders. Denn wir haben in letzter Zeit ja immer so den Fokus drauf gelegt, Action hier, Action da. Und der Curry und ich haben uns doch damals in Los Santos mit dem guten Herrn Payset so richtig gut geschlagen, ja, in unserer Roleplay-Manier, dass wir jetzt folgendes Prinzip... Dass wir jetzt folgendes... dass wir uns jetzt folgendes Prinzip überlegt haben. Wir werden gar nicht irgendwie versuchen, nach irgendwas zu spielen. Wir werden einfach auf dem Server immer joinen und einfach gucken, was passiert. Und wir beide sind natürlich die, ich bin ja der VIP weiterhin aus Los Santos und der Curry ist ja mein Bodyguard. Das sieht man auch an unseren Kleidungen, ne? Ja. Und deswegen werden wir dann immer, wenn wir mit Leuten reden, außer mit euch jetzt zu Hause, immer wenn wir mit Leuten reden, in Rollenspielmanier verfallen. Das heißt, wir werden dann dezent unsere Stimme verändern und auch eine Rolle spielen. Aber, also für alle, die Altes Live nicht kennen. Aber, wenn wir jetzt so mit euch reden, reden wir normal mit euch. So, und das gibt's jetzt alle zwei Tage hier beim Curry auf dem Kanal. Wow. Und natürlich bei mir. Curry, freust du dich ja mal endlich mit deiner Alt hier. Ja, geil, da hüpf ich hier, guck mal. Ja, fehlt eigentlich nur noch der El Bronzo und die anderen alle, ne? So, Curry, wir können uns ja erstmal hier ein bisschen vertrauen machen. Guck mal, hier gibt's eine Info. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Hier gibt's eine Info, hier fährt ein Bus. Was gibt's denn hier? Schule. Hä? Wie, hier fährt ein Bus? Nee, war ein Witz. Börse. Guck mal, du kannst dir Sachen lernen. Salzverarbeitung, Heroin, was? Okay. 5.600 Dollar und 1 Cent. Euro, meine ich. Okay. Ja, interessant, ne? Ist ja krass. Was haben wir hier? Was kann man mit der Schule machen? Guck mal, hier ist ein Kotzmühlchen. Ja, warte, ich will schon. Oh, guck mal, da kannst du drehen, Curry, komm mal her. Warte. Guck mal. Hä? Achso, hier kann man sich Lizenzen kaufen. Wo? Hä, du kannst dich doch nicht. Geht das nicht bei dir? Oh. Geht das nicht? Warte, doch, das dreht sich bei mir. Aber machen wir das gerade gleichzeitig? Also, ist das synchron oder? Warte mal. Ja, bei mir dreht es sich jetzt wieder. Warte, nee, hör mal auf zu drehen jetzt, ja? Ja, warte. Sachen steht. Okay, ich drücke jetzt und dann sag mal, was bei dir dreht, ja? 3, 2, 1, go. Dreht sich's? Nee. Oh, wie low, ey. Dann geh ich jetzt rutschen. Ich auch. Ah! Geile Rutsche. Ey, guck mal, hier ist ein Mann. Wir sprechen den mal an. Oh, falsche Taste. Guten Tag. Oh, ich muss meine Stimme noch einpegeln. Hallöchen. Guten Tag, Herr Mann. Sie sehen sehr, sehr weise aus. Sind Sie ein Krieger? Ein Krieger, der schweigt? Nein. Was sind Sie dann? Mao-Am? Ich bin Farming Federation. Oh. Oh. Hören Sie mal. Ich habe mal eine Frage. Mein Kollege und ich, wir kommen gerade aus dem wunderschönen und sonnigen Los Santos. Wieso ist es immer dunkel hier? Scheint hier auch mal die Sonne? Ja, dann ist hier der liegt. Und warum drehen die alle durch? Die Sonne aufgeht. Oh. Warum drehen die alle durch? Können Sie mir das mal beantworten? Warum drehen alle durch? Der ist sehr leise, der Herr. Ich mach's mal lauter. Komisch. Ich vertraue dem nicht. Haben Sie mal richtigen Krieg geführt mit Waffen und so? Waren Sie mal auf einer Yacht? Meine Willigkeit in Bezug auf Geisteskrank. Ich brauche keine Kriege. Oh. Hör mal, dann ist er aber sehr langweilig in Ihrem Leben. Wie heißen Sie denn, junger Mann? Wie heißen Sie denn? Ich bin der Survivox. Was? Der Survivox? Was hast du gesagt? Ey, jo, renn doch nicht weg! Jo, was hast du gesagt? Komm auf den Punkt! Okay, Curry, der haut einfach ab. Ja, was sind das für unfreundliche Menschen hier? Wir versuchen mal hier. Oh, guck mal, hier kannst du Lotto spielen, okay? Wir versuchen jetzt erstmal uns, wie gesagt, mit den Grundlagen hier. Ach, da ist er wieder. Mit Grundlagen hier vertraut zu machen. Guck mal, hier ist ein. Die Newspapers! Warte mal, Curry, bleib mal hier stehen. Komm mal da rein in die Hütte. Wahrscheinlich nicht. Doch.
Guten Tag, wollen Sie eine Zeitung? Ja, hören Sie mal eine Bild am Sonntag, bitte. Ja, warten Sie mal. Ich grabe Sie mal aus meiner Ritze raus. Ja, bitteschön. Was? Der Mafuyu hat sich getrennt von seinem Hund? Ach du Scheiße. Hör mal, da flippe ich aus. Da renne ich erstmal durch die Gegend. Guck mal hier, das Batman Store, ey. Und hier ja, ich kann da gar nicht dran. Ah, NS-Brille. Ja. Doch. Die ist von den, NS ist von den Nazis. Verbandkasten, Handy, so. Werkzeugkasten und so weiter. Mhm. Ja, das sind die also Dinge, die Basics. Ja, kennen wir ja alles noch, ne? Das ist ja alles noch. Was ist hier für ein Laptop? Was ist das hier? Crafting-Händler. Papier, Edelmetall, hey, Elektroshot, Crafting-Tool. Was kann man damit machen? Ich habe keine Ahnung. Ich kaufe mir Papier für 1000 Euro. Warte, ich guck mal. Ich guck erstmal, wie viel ich auf dem Konto habe. Wir haben 21.000. Aber geil, ne, wie die das gemacht haben hier mit diesem. Ja. Ist ganz schön. Ja, und wer sich fragt, warum der Till und ich nicht auf unseren letzten Server spielen, wir waren ja eine Zeit lang seine Täter. Aber da sind wir auch gebannt. Also es ist der dritte Server in der Reihenfolge, wo wir gebannt sind. Da sind wir auch gebannt. Aber wir waren ganz lieb. Ja, wir haben, vor allem, ich muss mal ganz kurz noch was sagen, bevor es jetzt hier losgeht. Der Curry und ich, wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir haben nur jemanden in die Pampa gefahren, weil der gesagt hat, der scheißt in sein eigenes Essen oder so. Und wir haben gesagt, nee, das ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Nee, stimmt, der wollte uns Essen, nee, der wollte uns Scheiße als Essen geben. Ja, und wir haben gesagt, das ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und dann haben wir den als Sanitäter ordnungsgemäß entsorgt. Weißt du, was ich jetzt mache? Aber wir haben ja, glaube ich, viermal überfahren oder so, ne? Was machst du denn? Wo ist der Führerschein? Ich wollte mir einen Führerschein kaufen, aber ich habe nicht genug Geld. Ja, wo kann man sich denn hier ein Auto kaufen? Ja, wahrscheinlich brauchen wir erstmal einen Führerschein. Wo ist denn hier ein Geld? Achso, da ist ein Geldautomat. Hier ist Geld. Da sind so viele Leute. Wie hebe ich denn jetzt Geld ab? Achso. Ich weiß es nicht. Wie viel habe ich denn auch für Kralle immer? Wo steht? Ach, 23.000. Ich nehme mal 2.000, ne? Ich nehme mal 5.000, weil ich mir noch Ausrüstung hole. Ach ja, gut, dann nehme ich mal 10.000. Ja, achso, eine wichtige Sache noch. Dieses Let's Play wird nicht geschnitten. Das heißt, alles, was wir machen, seht ihr auch so. Ja. Außer wenn wir mal wirklich 3 Stunden lang unterwegs sind. So. Okay. Lizenzen kaufen. Dann kaufen wir uns mal Führerschein. Das ist ja der Wahnsinn. Jo! Was ist das hier? Ach, warte mal, es gibt auch einen Jagdschein, ne? Kann man sich den kaufen. Alter, was ist das denn? Ich bin Nieren-Curry, Alter. Lass mal Dings anziehen, Curry, Alter. Hey, was denn? Dings. Ja, Nieren-Curry, Mann. Wir sind die Regenbogen-Boys. Okay, kauf mal. In der Regenbogen-Boy. Denn mit einem Regenbogen wir brauchen noch richtig schön Hut, Curry. Der glücklichste Mensch auf der Welt. Was nehmen wir denn? Banana. Wollen wir einen Surfer-Banana-Bandana nehmen? Warte, ich muss mir mal Kopf. Surfer-Bandana? Oder warte mal, können ja Head und Bandana nehmen. Ja. Head und Bandana, ne. Wie teuer ist das? 3000 jetzt? Nee, das kostet 300. 300, okay. Brauchen noch einen Rucksack. Guck mal, wie schön. Der Westen gibt's hier gar nicht. Brillen. Fliegerbrille, komm. Und eine Fliegerbrille. Wir sehen aus wie so zwei. Alter, da wurde gerade jemand verhaftet. Ich ignoriere das gerade einfach mal. Ja, ja. Okay, ich habe einen großen Rucksack. Ich auch. Wie? Ich habe nicht genug Geld dabei. Der kostet 5000. Warte mal, muss ich nochmal kurz. So. Meine Damen und Herren, die Rental Boys sind unterwegs. Was ist denn hier los, ey? Ich weiß es nicht. Guck mal, die Cops drehen da wieder am Rad. Die haben auf jeden Fall nichts. Hä? Boah! Achso, ich dachte, die wollten Revolution machen. Die hat ja richtig gut funktioniert. Ja, stimmt. Die haben uns nämlich gerade vor der Aufnahme. Haben die komm, uns machen wir die mal verpesten? Haben gemeint. Verpesten. Verpetzen. Komm, wir gehen mal verpetzen. Ja. Officer! Hallo! Herr Officer! Also, komm, wir müssen unsere Stimme ändern. Herr Officer! Officer! Ich möchte etwas melden. Ich auch! Dieser Herr hier, in grün, der hat gerade die Polizeistation besetzt und hat uns Drogen verkaufen wollen. Ja, der wollte sagen, dass wir mit dem eine Revolution starten. Und das wollten wir aber nicht. Weil wir sind ja friedliche Bürger, ne, müssen Sie wissen. Wir kommen nämlich gerade aus Los Santos und wir sind aus Los Santos! Aus Los Santos! Ja, genau. Und hat er uns einfach angesprochen und er wollte eine Revolution starten. Ne? Und da haben wir gedacht, wir gehen da mal petzen. Wir gehen doch nicht die Staatsgewalt unterdrücken, unterjochen. Die wollten nämlich eiskalt die Polizeiwache einnehmen, die Halunken, ne? Wenn man das überhaupt Polizeiwache nennen kann. Was? Was? Ja, nee, nicht so wirklich. Mehr so für ganz schlimme Leute, dass wir wieder schnell hinhaftieren können. Wie heißen Sie denn, Herr Officer? Mein Name ist McGarrett. McGarrett. Oh! Der hat mir seinen Ausweis gezeigt schon mal. Bundespolizei. Ja, toll, ne? Und wie lange sind Sie schon im Dienst hier in der Stadt? Ach, wenn ich das noch so genau wüsste. Ich glaube so 4 bis 6 Monate sind das auch schon. Waren Sie schon mal in Los Santos? Los Santos, nein. Kann ich hier von meinem Mikrofon. Oh, da müssen Sie mal unbedingt hin. Das ist so schön da, ne? Oh, da können Sie richtig die Klöten, die Eier baumeln lassen. Wenn Sie da 5 Minuten am Strand liegen, dann sind Sie knusprig wie die Eifel, hör mal. Hä? Was? Ja, so oder so. Die Eifel ist generell sehr schön, ja. Ja, und knusprig. Wie kann man sich denn bei Ihnen bewerben auf der Ausstellung Richtung Polizist?
kommen Sie mal mit. Da kommen wir mal mit. Ja, gerne. Lorenz-Gerät. Hey, ran an die hau ab, du Bengel. Kann man hier, der grüne Hallodri, ne? Der wollte die ganze Zeit eine Revolution starten. Ich glaube, der sollte nicht mit uns mitlaufen. So, fassen wir auf. Ja. Ja. Da steht unsere Internetadresse drauf. Ich habe jetzt schlecht mit den Augen. Ich Lorenz mal näher. Warte, ich komme auch mit. www.emonkeys.com. Warte, ich hol mal den Notizblock raus. Oh nein. Also, spätestens jetzt kannst du diesen alten Server wieder vergessen. Morgen so der Server geschlossen. Ja, dann bewerbe ich mich mal. Ja, vielleicht, ich auch. Ne, vielleicht schlüpfe ich ja bald auch mal mit dem Kurier, mit meinen Kollegen hier in der Uniform. Dann können wir ja mal, ne? Herr Officer, da können wir ja mal ran an die Buletten und können wir die Stadt hier beschützen, ne? Denn, ja. In meinem Zweifel. Sehr gerne. Ja. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, wir haben noch was zu tun. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, ne, kommen Sie doch auch mal hier. Man, ja. Steht irgendwas mit TS3, ich glaube da müssen Sie... Ach so. Was ist das denn, oder? TS3? Ist das die neue S-Bahn, die durch Altes fährt, oder was? Nein, das ist so eine Art Funkkreis. Ah, hier, das ist doch der Flughafen da, hier in Nähe Kavala. In Kavala, Curry? Ja, der Flughafen hier, TS3 Flughafen, kennst du den nicht? Boah, jetzt sind wir nichts von der Flünze. Nee, wir haben hier keine Kavala. Nee? Katira unser großer Flughafen, aber der ist noch nicht fertiggestellt. Ach, das ist der TS3, oder? Hier sieht schön aus. Oh. Ja, genau. Ach, ja, wir sind extra im Putin-Outfit heute, hör mal. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Officer. Schönen Abend noch, ne? Man sieht sich vielleicht mal. Man sieht gut, hör mal. Tschüss. Ja, okay, tschüss. Genau, wiedersehen. Ja. Guck mal, der hat ein Jurassic Park Auto hier, Curry. Hauptsache, er kommt einfach ins Bild, hat dasselbe T-Shirt an und sagt, ihr seht schön aus. Ja, soll ich dir mal meinen richtigen Hasen zeigen? Okay, Curry, wo können wir uns jetzt... Achso, ich wollte mir noch einen Rucksack holen und wir brauchen ein Auto. Wir müssen ja Auto? Obst... Wir brauchen ja Obst, Curry. Wir müssen ja uns... Wir brauchen Obst? Ja, wir müssen ja uns ja hocharbeiten jetzt. Hey, was steht denn hier? Zum Frühstück ein Joint und der Tag ist ein Freund. Komm auf unser Feld und verdiene dein Geld. Du hast das falsch vorgelesen. Zum Frühstück einen Joint und der Tag ist ein Freund. Komm auf unser Feld und verdien dein Geld. Oh mein Gott. Die Fluppe am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Guck mal hier. Es kommt immer auf die Größe an. Unterstütze uns jetzt und werde VIP. Geil. Welcome to the Jungle. Du bist neu hier, hast ein paar Fragen oder möchtest mehr von uns erfahren? Lotsen unterstützen dich auf deinen Weg und erleichtern dir den Einstieg bei uns. Sie sind erkennbar an dem L hinter ihren Namen. Lotsen rufen. Nutze die Funktion. Nö, brauchen wir nicht. Echt nicht? Was hat denn hier? LKW. Ich meine, wenn wir jetzt einen Lotsen hätten, dann könnt ihr uns sofort sagen, wo wir ein Auto hätten. Ja, ne, guck mal, hier ist eine Liste, Curry. Zum Parkplatz. Ja, toll. Tolle Liste. WLAN! Es gibt hier WLAN! Hör mal, da stellt mal mein Handy aus, ne? Wir können das Müllwagen, guck mal! Alter, was ist. Ja, Alter, was greift noch? Weißt du, vor allem, der Müllwagen wird gefahren von so einem Soldaten. Hier so ein Öko-Zeichen auf die Hand. Okay, Curry. So, ja. Wir müssen, in dieser Folge machen wir natürlich erstmal Basics, ja? Was machen wir denn? Basics? Wir brauchen erstmal noch was zu futtern auf der Kralle immer. Hey, wo kann man sich denn hier was zu futtern kaufen? Wir kriegen mal ein Auto! Ja, ich frage den Officer nochmal. Herr Officer, ich hätte noch eine Frage. Können Sie mir nochmal erzählen, wie ich eine Karre kriege? Hier, ich habe einen Führerschein gemacht beim Uwe. Und jetzt bräuchte ich unbedingt die Karre. Weil ich möchte nämlich Obst und Bananen suchen gehen, ne? Ist wichtig. Warte mal kurz, meine Eier kratzen hier. Ich komm, folg ihn mal. Ja, liebe Zuschauer, wenn die Leute im Spiel immer so leise sind... Kaka hat hier mein Fahrzeug abgeschleppt. Kann man nicht, hat man nicht keine Ohrenstöpsel? Wie ging das nochmal? Wenn du Ohrenstöpsel reinmachst, dann hörst du die... Ja, weiß ich nicht, ob man hier Ohrenstöpsel... Frag doch mal. Herr Officer, haben Sie eigentlich Ohrenstöpsel hier? Ohrenstöpsel, ja, da müssen Sie mir einen dritten Muskel benutzen. Ihren dritten Muskel, das ist ganz wichtig. Hä? Was für einen dritten Muskel, Alter? Sollen wir unseren Arsch zusammenpressen oder was? Was will der? Warte! Ah, jetzt geht's. Er hat mich gepfeffert. Warte mal, wir gehen da nochmal mit U oder was so, ist, ne? Denn, was ist denn der dritte Muskel? Entschuldigung. Oh, Polizeiwache? Für mich nicht in Ordnung. Hey, was ist denn der dritte Muskel? Was ist denn... Lorenz. Ich will... Wir sollen da einsteigen. Steig einfach mal ein. Ist das jetzt richtig? Das ist aber Service, haben wir hier. Das ist aber bequem hier mit dem Auto, ne? Boah. Haben sie Ledersitze oder was da? Ja, Leder. So könnte man es auch bezeichnen. Leder ist so ein Haut drauf von Straftätern. Ne?
Was? Mal da ein bisschen weggerufen, ja. Ich brauch Ohrenstöpsel. Aber wenn ich jetzt Ohrenstöpsel hätte, ne, dann wär ein Traum. Ja, wie gesagt, den dritten Muskel müssen wir benutzen, ne? Was ist denn ich hab grad schon gekackt, das geht nicht mehr. Was ist denn der dritte Muskel? Also, muss man was pressen und dann in die Ohren reinpfeffern oder was ist da los? Naja, genau. Das sieht aus wie so eine 3, wissen wir, das sieht aus wie so eine 3, die müssen wir da mal benutzen. Ach so! Hör mal, danken Sie vielmals. Oh, Baxer, mal! Hör auf, und wenn Sie Glück haben, steht sogar schon zu Ihrer Linken gerade eine Limousine in Ihrer Garage, ne? Nee. Hören Sie mal, wir haben ja gerade den Führerschein gemacht, Herr Officer McGarrett, ne? Ganz frisch, ne? Mit Babuwe, ne? Spielen Sie auch Geige? Egal. Ja, die erste Geige spiele ich. Wir brauchen aber, der Karre müssen wir noch kaufen oder mieten. Wo kann man das denn nicht machen? Außer bei Vox. Ach, ja, da vorne. Direkt hinter Ihnen. Ach, hör, da sehe ich schon den Laptop, ne? Da ist das in der... Gucken Sie mal, hier zu Ihrer Linken, da steht so ein schöner Laptop, da können Sie dann mal rangehen. Oh, Officer. Mal ran in den Spektor. Danke. Hören Sie mal, Officer. Also, schöne Grüße an den McGarrett, der dritte Duty macht, ne? Danke, Officer. Ja, Officer, ne? Das ist der Wahnsinn, ne? Danke. Ja, freut mich sehr für Sie, freut mich sehr. Ja, schönen Abend noch. Ne? Ich schütte mal hier aus der Karre. Noch Fragen? Ja? Passen Sie auf, wenn Sie noch Fragen haben, schicken Sie mir eine kleine Nachricht per Handy, ne? Wir haben ja auch so eine ganz schöne Aktion, das nennt sich Lotsen, die zeigen einem so ein bisschen die Insel und was man also beachten muss, gerade am Anfang. Ja. An die können sich auch mal melden. Warum spült der denn die ganze Zeit? Ja, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch viel Erfolg hier. Also ja, danke schön. Mir eine Nachricht. Mach ich. So, dann wünsche ich Ihnen auch was. Alles und klar. Ich Ihnen auch. Tschüss. So, liebe Freunde, das war die erste Folge von Altes Live. Verspricht ja schon wieder viel hier auf dem Server. 48 Leute sind gerade am Stissel und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Da kaufen der Curry und ich unser erstes Auto und wir laufen weiter im Putin-Outfit rum. Das ist doch was richtig Schönes. Ne, Dori, hör mal. Immer Uwe. Uwe.